Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Guten Morgen, Kinder, und guten Morgen, Eltern. Guten Morgen, Herr Direktor. Ja, heute ist der Tag gekommen, wo wir unseren verspäteten Kennenlernen. Ich kann den nicht bauen lassen. Und wir fahren eben zum Hotel Knorz. Ja, Hotel Knorz. Wo daneben ein Freizeitpark ist und ja, da werdet ihr selber sehen, was wir machen. Da freue ich mich schon voll. Das wird sicher lustig. Ja, wir dürfen jetzt da nicht so viel reden, weil der Bus ist schon da und er wartet auf uns. Aber Mama, ich bin ja nur zwei Tage weg, Mama. Mama, beruhig dich doch, Mann. Ich muss ja schon erwitten. Können Sie sich wieder beruhigen? Der Bus wartet. Ja, Tom, mein letzter Mama. Ja, Papa. Mann, du bist so peinlich. Bleiben Sie hier, kommen Sie. Unsere Kinder kommen ja eh bald wieder zurück. Ich bin ja nur zwei Tage weg, Mama. Niklas. Mama. Tschüss, Niklas. Also ja, das ist unser Chauffeur aus dem Hotel Knorz, ein reiner Zufall. Was? Wirklich? Macht euch bitte nicht lustig. Es ist ein Zufall, dass wir Sie hier treffen. Entschuldigung, Herr Zufall, aber dieser Name ist wirklich lustig. Ich finde den Namen nicht lustig. Das ist ein toller Name, Herr Zufall. Ja, danke, Kevin. Ja. Ich erkenne sogar meinen Namen. Ja, natürlich, ja. Das rührt mich schon sehr. Ja. Das muss nicht ein Zufall sein, dass er deinen Namen kennt. So, jetzt machen wir mal jetzt. Steigt ihr bitte mal ein, dass wir losfahren. Darf ich was fragen? Ja, was geht's? Wie lang werden wir denn fahren? Ja, so 20 Minuten. Was? So wenig nur? Ja, oder eine halbe Stunde. Na gut, das schaffe ich ohne Muffins. Welch ein Glück. Ach du mit deinen Muffins. Also steigen wir jetzt endlich ein. Ich bin schon so aufgeregt. Ja, warte. Ich bin schon ganz hibbelig. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder und dann steigen wir ein, bitte. Ich habe eine gute Idee. Lasst uns doch ein Lied singen und die Zeit rein. Hotel Knorz. Der Raum stinkt und der Raum will Sprit. Wir fahren mit dem Bus. Madame Butterfly, wir sind jetzt schon da. Bitte können Sie aufhören. Also ich muss ja wirklich sagen, meine wunderschöne Stimme. Ja. Wir sind da. Bitte hören Sie auf, bitte. Ich muss wirklich. Na, bitte. Na, so gut, wie ihr wollt. Aber wir sind jetzt da. Alles aussteigen, meine Lieben. Können wir ehrlich reingehen? Ja, ich mach auch bitte. Rein. Ich will schon ins Zimmer. Das schaut so doll aus. Und ich brauche dringend ein Muffin jetzt. Ja, wir gehen jetzt da rein. Ich brauche ein Seil über meinem Fenster. Wäre sehr gut für mich. Ja, nein, ich glaube für dich ist eher ein Zimmer ohne Fenster besser. Ja, genau, eine Gummizelle wäre am besten für Kevin. Nein, kann ich so gemein zu dem armen Kevin. Aber du hast wahrscheinlich recht. Niklas! Ui, jetzt wäre ich schon Gespenst. Was war denn das? Ja, wir hoffen, euch hat unser erstes Video gefallen in dieser Hotel Knorz Reihe. Auch schöne Grüße an das Hotel Knorz hier an dieser Reihe. Ihr habt uns ja auf diese Idee gebracht mit dieser Videoreihe. Wir hoffen, euch vor allem besonders im Hotel Knorz, euch gefällt unser erster Teil. Und es werden noch zwei Teile folgen. Wir hoffen, euch gefallen hat noch diese, aber die kommen in den nächsten zwei Wochen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr uns abonnieren würdet, hier rechts oben, das wäre natürlich super. Und schaut euch links unten bei einer unserer alten Videos vorbei. Und wir freuen uns schon, wenn ihr bei den nächsten Hotel Knorz Folgen wieder dabei seid. Euer Stefan. Tschüss.